this working? Is it working? Yes, it is working. Finally, a new vlog. I am so excited to show you guys about this one because this was about Musical Revolution, the concert. It was such a cool experience to do this concert because there were two different rehearsal days, one in December, one in January. And one of the rehearsal days I filmed, so I will show you right away. And we're back. So fortunately I also filmed the whole day of preparation towards the concert, and what I think is so cool about this concert is that I finally got to work with colleagues that I know for such a long time but never actually got to work with. So now we have a new experience all together. The audience was really amazing, so I will show you right now how the day went. Wow! Welcome in a new vlog. Crazy! I didn't film for such a long time. I was so beschäftigt and I loved it. I took a few days now after the last Rebecca show to fully recover and get my energy back. And today is Saturday. It's the day of a musical revolution. I'm very excited. I'm gonna take you with me in the vlog. And the day starts with breakfast with the cast in the hotel where we're at right now. And at 9:30 our taxi goes to the venue where we're gonna do Musical Revolution. I've never been there. Let's see how big it is, what it is, how the sound is. I'm super curious for today and I will take you with me. Let's go. But first food because I'm hungry. So the cast is already like eating and I'm just checking out what they have. It looks good. Oh, there's hummus. I'm always happy when there's hummus because then I can make my own vegan little breakfast. Frühstück gegessen. Herrlich, war so lieb. Die Koch hat gesagt, ah, du bist vegan, oh, dann mache ich dir ein spezielles Frühstück. So lieb. So, das freut mich total. Ich habe gut gegessen. Jetzt schaue ich nach draußen, wo mein Zimmer. Und schau mal. The skyline of Frankfurt. Super süß. There we go. Meine erste Blick auf. Wow. Wow, are you kidding me? This is so beautiful. Look at this. Crazy. Wow, and this is a Drehbühne. Drehscheibe. Drehscheibe? Dreh. Wir sind jetzt bei der Garderobe angekommen. Ich höre Philipp und Benny. Leute, wie geht's euch? Sehr gut. Und dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur, habt ihr das Podium schon gesehen? Das, die, der Bühne? Habt Nein. ihr die Bühne schon? Noch nie? Ich nicht. Wie seid ihr hier reingekommen? Ich musste auf der Bühne so. Hier hinkommen. Ja, also wir sind durch die Bühne gegangen, aber ich habe die Bühne nicht geguckt. Weil ich habe es gerade gesehen, es sieht unglaublich schön aus und so viele Leute passen da rein, das ist crazy.
Ist das live? Nein, ne? Das ist nicht live. Nein, ich will alles schneiden, wenn du möchtest. Das heißt, wir können Sachen sagen wie Pipi, Kaka, Penis. Ja, genau. Aber das lasse ich drin. Wow, angekommen auf der Bühne. Wow, das Licht ist schon cool. So, wie geht's dir? Ganz gut. Oh, warte, ihr seht uns nicht. Jetzt. Hast du Lust auf heute Abend? Voll, ich bin super aufgeregt und freue mich so. Ah, welches Nummer ist dein Lieblingsnummer zu tanzen und singen? Thriller. Thriller, ja, das war so cool. Ja. Ihr habt das mit so viel Power gemacht, das ist crazy. Sie machen schon einen kleinen Soundcheck. Da. Kurze Update. Wir haben gerade unsere In-Ears bekommen und unsere Mikro. Und jetzt haben wir angefangen, das zu stagen und ein bisschen Soundcheck zu machen. Und wir gehen chronologisch durch das ganze Stück. So, das bedeutet, dass ich glaube ich am 6. dran bin mit meiner Solo-Masterpiece. Bevor werde ich natürlich all meine liebe Kollegen anschauen. So, das machen wir jetzt. Share in the house. I'll be there to comfort you, to build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you. I'll be there to love you so strong. Hier sind die Kreuze. Das sind die Kreuze für die Mikrofone. Sidonie, das ist das Kreuz für dein Get Down. Das ist das Kreuz für Benne, dein Case, das steht dahinter. Ich habe Philipp, ist der jetzt beleuchten wir. wie geht's dir? Good question. Do I take presents? Ich versuche ein bisschen bei mir zu bleiben, nicht zu viel Energie zu verschwenden. Schau, weil heute Abend müssen wir noch ein ganzes Konzert machen. Das passiert oft, dass alle so nervös sind. Alle sind so nervös und aufgeregt. Making a Man, Auftritt. Ja, direkt hier auf der Kante. Ja, direkt hier auf der Kante. Ja, dann lass es so. So, das ist War. Es dreht, Phil. Es dreht. Das ist richtig cool. Your turn when you walk to the front. Yes, damit ihr schon das Gefühl habt. That looks really cool. So. I'm now sitting in the audience because we're gonna do a Durchlauf. We're gonna do the whole piece hintereinander. Wir haben gerade das Licht eingestellt und den Soundtrack gemacht und jetzt machen wir einen Durchlauf. Ich bin nur das 6. Nummer, so ich habe 5 Nummer, um meine liebe Kollegin anzuschauen. Ich freue mich total. Ich bin sehr neugierig, wie es aussehen wird mit dieser Drehbühne. Ist crazy. Und ich zeig mal, ob ich euch ein paar Sachen zeigen kann, bis dass ich auf der Bühne gehe. 20 Gigawatt schießen jetzt in den Fluxkompensator und schicken uns zu. Masterpiece. It doesn't mess with me.
Stopp, Positionen. Genau, 2, 4, 6, 8. Ich habe schon mein Make-up gemacht, ganz einfach, like just normal Make-up. Oh, ich habe noch immer Muskelkarten von dem Training diese Woche. Ich habe ganz hart getrainiert, es war richtig toll, aber ich spüre es noch immer in meine Beine und Arsch. Wir haben schon einen ganz langen Tag, wir sind um 10 angefangen bis jetzt, so bis 17.20 Uhr. Jetzt haben wir noch 40 Minuten, uns fertig zu machen. Ich habe schon angefangen mit Make-up. Dann, dann habe ich 2 Nummern in die erste Akt und dann all die restlichen Nummern sind in die zweiten Akt. Ich ziehe mich um und dann suche ich ein paar Leute und dann quatschen wir einfach. So, Janine! Hi, Nike! Für die erste Mal arbeiten wir zusammen. Ja, ich weiß, es ist verrückt. Wir kennen uns schon so lange, aber... Wir kennen uns lang, weil ja. Das ist so eine kleine Musical-Welt eigentlich. Genau. Und ich dachte, ich komme mal kurz vorbei, während dass du deine Make-up machst. Das ist schon... du Make-up? Das ist alles natürlich. Das war schon so heute Morgen. Na süß. Aber du hast diese Woche mit Rent angefangen. Wie ja. war es? Es war ganz, ganz toll. Also es ist ganz, ganz toll. Es ist eine wirklich tolle Cast, super liebe Leute, die alle wahnsinnig gut sind. Wir gehen sehr schnell voran und der Regisseur ist toll und die Choreografin ist toll. Cool. Und die musikalische Leiterin habe ich noch nicht getroffen, aber der ist sicher auch toll. Also na schön. Und wann habt ihr Premiere eigentlich? Am 17. Februar. Oh, das ist schon. Das ist schon bald. Das ist schon ja, bald. Ja, genau, ah, cool. Genau. Und heute Abend, worauf freust du dich am meisten? Auf All the Ladies. All the Ladies, das ja. ist mit uns? Ja, das ist unsere Girl Group Nummer. Mit uns vier. Ja, das genau. war richtig schwierig einzustudieren. Du siehst auch wundervoll aus. So schöne Sachen hast du. Naja, ich muss mich noch umziehen. Ja, ich glaube, ich ziehe das auch gar nicht an schlussendlich. Ich dachte, ja, ich... Wer ist da denn? Hi, it's Benny Modelo here. Ja, komm! Do you wanna be part of the film? Do you wanna be... Do you wanna build a snowman? I want to ask you a question.
Do you guys have a hair dryer that I could borrow? I don't have a hair dryer, I only have a straightener, sorry. No, I don't know. Anja hat etwas mit. Although I'm curious to see what your hair looks like straight. You look really good already. I can't imagine. I look what? You look really good already. What? I was sleeping. You were sleeping! So that helped. So everyone has their own preparation for the concert. And is it like... Then I need to bring the energy up again. So now it's your time to bring the energy up, and what do you do for that, Ben? I'm gonna shower first. Nice. And then I'm gonna do some like warm-up exercise for my body, and then my voice again. Nice. And then I think I'm gonna be there. This is perfect, see you soon! You have a whole station. Darling, you look gorgeous. Thank you. Can I please show the station? Because you're so prepared. Like, your whole... wie heißt das denn? So eine Sacke? Nein. It's a suitcase. And over here it's a suitcase. It's just so sad over here. Like, you're like me. Yeah, I like the flight bags. That is me. You have to film Anja because she has like... It looks like you're at Sephora. Yeah, she is like really organized. That's true. So, worauf freust du dich am meisten, Sid, heute Abend? Die Gruppennummern, tatsächlich. Die Gruppennummern? Yeah, the group members, because whether it's with the ensemble or with all of my girls, it's just really nice to have that, like, theatery feeling. Yes, totally. And can you tell the people that watch the vlog a little bit about how it's going at Tarzan? Oh, soll ich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich mache immer meinen Vlog in Deutsch und Englisch und du kannst selber entscheiden, was du machst. Tarzan ist so schön. Ich habe das nur einmal gesehen von vorne und das war das erste, was ich gemacht habe in Deutschland überhaupt. Vor 15 Jahren bin ich hergekommen und dann habe ich Tarzan gesehen und ich habe es mit Absicht nie wieder angeschaut, weil ich wollte einmal mitspielen und ich wollte nichts klauen oder ich wollte nicht versuchen, wie Anna Milva oder wie Sabrina oder wie diese tollen von Willemijn, Melanie, so viele. Ich wollte nicht versuchen, wie sie zu sein und ich wollte meine Version finden. Ja. Und es hat geklappt. Ja. Und ich komme zu euch in 10 rüber. Dann schaue ich mir endlich die Show an, weil Elinda ist natürlich eine gute Freundin von mir und er spielt da auch rein. Ich freue mich so. Na, Mädels, wir machen uns fertig, weil wir haben nur noch eine halbe Stunde. Dann fangen wir schon an. Ja, ist kein Hitch. Okay, ich lasse euch in Ruhe. Ciao. Tschüss. Mal schauen zu unserem Moderatoren. Ja, Hallo. Ihr macht euch fertig für die Moderation heute Abend. Ja, wir versuchen es zumindest. Wir versuchen uns gerade die In-Ears hinten reinzuschieben, damit die unten wieder rauskommen. Aber es funktioniert. Es ist auch eine Überraschung heute dabei. Weil haben Leute ihr euch überall singen gehört? Oder ist das eine Überraschung? Weil die Vlog kommt später raus. Ja, also, das können wir schon sagen. Für das Publikum ist es eine Überraschung. Ja. Ja, für uns ist es auch eine Überraschung, ob es funktioniert. Ich habe schon angehört und klingt ganz gut. Und sie werden die Show öffnen mit einem Song zusammen. Ja. Wie wir sind hier mal als Phantom der Operpaar. Ich als Christine Dallier, er als Phantom. Letztes Mal mit Starlight Express rausgekommen und dieses Mal dachten wir uns, jetzt machen wir uns komplett lächerlich und singen. Ja. Nein, es ist nicht lächerlich, weil ich habe es angeschaut aus das Audience und es sieht so toll aus, weil das Licht ist ja ganz bombastisch. Guck, das Licht, wir haben Kamera. Aber ihr seht das nicht. Ich wollte nur sagen, dass vom Außen sieht es so crazy, crazy aus. Deswegen. Und dann muss ihr nur genießen und entspannen und dann wird es super sein. Was ist dein Geheimrezept, um es zu genießen? Darauf vertrauen, dass du alles kennst und nur stolz auf dich selbst sein. Oh, das ist aber schön. Das, das kriegen wir hin. Ja, das kriegst du hier hin. Das versuche ich mal. Ja, sei stolz auf ihr selbst und dann wird alles gut kommen. Wir sind sehr stolz auch auf dich. Oh, das ist lieb. Ja. Ich freue mich total. Ja, wir haben da ein paar Highlight-Songs von der Nike Latte. Ja. Und uns sind sehr davor. Oh, danke. Danke für diese kleine Einladung. Naja, ich bin reingekommen, aber... Ciao! Wir haben gerade ein Polaroid gemacht! Weil ich endlich dran gedacht habe, diese Kamera mitzunehmen! Ja, aber super schön! Du siehst auch super schön aus, Anja. Wie geht es dir? Wie gehen der Nervosität und all diese Sachen? Ja, wie geht es? Ich habe ein bisschen... Mein Magen ist ein bisschen... Weil bei mir geht immer alles sofort auf den Magen. Wie ist es bei dir?
Mir geht es immer gut bis 2 Minuten vorher. Darf ich schauen auf den Vlog? Ja, gerne. Also sie ist so organisiert. Das ist jetzt schon Chaos, ne? Also wenn das meine Mutter sehen würde. Ich finde das gern Chaos. Wenn das meine Mama sehen würde, liebe Grüße. Du hast alles mitgenommen, du hast über alles nachgedacht. Das ist eine von deinen Qualitäten, oder? Und dann siehst du auch noch so wunderschön aus und du hast eine Stimme wie ein Engel. Look who's talking. Dankeschön. Oh, but also like to look into the audience, like we have 2,500 people there for the album. Yeah. That's und nice. Einfach so zu gucken und zu denken, das ist mein Job. Yeah. Yeah. Grateful. That's a good idea to start and I think we have to do the last things because... Yeah. Ich mache jetzt noch ein paar Push-Ups für die Arme. Oh, wirklich? Ich mache mal vorher Push-Ups. Oh, wie gut. Ja, kannst du mitmachen, wenn du willst. Wie viele gemacht? Machst du? 10, das reicht. Okay, 10. Wir versuchen es. Komm, let's go. Das ist BH immer noch. Okay, let's go. Okay. Okay. Du zählst. With clapping? Oh, with clapping. So. Okay. So. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, great. 8, go on. 9, one more, slow. 10, yes. Mal cool zu dem Männergarderobe. Die Show hat schon angefangen. Leute! Oh, oh, oh! You crazy ones! I love you guys. I love how you started arguing. I started arguing. How are you guys? How are you feeling? Are you ready for the show for tonight? We just did the first song. Oh yeah, you did already your song! It was super fun, yeah. How was the audience reacting? Very good. Amazing. They went nuts. That's amazing. Oh my god, it is crazy. I still have to sing. I have to wait 3 more songs and then I am. Worauf freut ihr dich am meisten heute Abend? Welche Song? Oder habt ihr das schon gesungen? The duet with Benny. It's already over. Oh, it's already over. Warte, wir nehmen das Licht. Aber ich freue mich auf das Duet mit dir. Ja, ich auch. Yeah. Aber schade, dass wir eigentlich nicht zusammen nicht singen, aber stimmt, es ist ein Duett und in der Zukunft vielleicht nochmal eine neue Show. Hoffentlich. Wie cool wäre es, wir sind so aus wie ein Boyband, aber doch bin ich ein Girl-Boyband. Girl-Boyband. Yes. Zum Dritt. Na schön. Oder zum Sechs mit all diesen Leuten. Wollt ihr noch etwas zu den Fans sagen, die ihr das heute anschaut? Ganz viel Spaß. Schreit schön viel, jubelt schön. Und ich bin gespannt, du hast gesagt zu 6, wir sind aber 8. Welche 2 willst du nicht in unserer Band haben? Ich kann nicht zählen. Also, auf was freust du dich am meisten? Masterpiece, das ist mein erster Song, weil ich finde es ein richtig toller Song. Und diese Gruppe Songs am Ende. Oh. Und ja, das freue ich mich total drauf. Und eigentlich auch auf dem Getränk nach der Show, weil ich mit euch dann ein bisschen so Zeit verbringen kann und... Kuscheln mit Nina. Ja, das freue ich mich. Super, na, schönen Show, Leute. Ciao. Leute, dein erster Song ging so gut. Ich bin so zufrieden und ich bin so... Es war richtig toll, die Energie von der Audience zu spüren. Wahnsinn. Ich habe mich jetzt umgezogen auf Hose und Bluse, weil ich Fuck You Goethe singen werde. Wegen dir. So ein schöner Song und richtig schauspielerisch. Und da freue ich mich total drauf. Jetzt beeile ich mich. Ears in und let's go.
Thank you guys for watching. It was a very nice experience to do this concert and also to edit this vlog for you guys. I'm so happy that you're always watching this video, so thank you for that. If you want to be updated about coming videos, then you can subscribe here and then you will ring the bell when a new video is coming out. I can already say that very soon, there will be made a new announcement for a coming adventure where I'm very, very, very excited for. So keep you guys posted and have a beautiful day.